glaube, dass sehr viele Leute sehr gestresst oft sind und sehr mit der Aufmerksamkeit im Außen sind. Immer in so einem Tun-Modus. Ja, was muss ich noch erreichen? Was muss ich noch machen? Was muss ich noch leisten? Und sich selber gar nicht mehr spüren. Und deswegen hat das Buch ganz viele einfache Übungen, einfach überhaupt erstmal mitzukriegen, wie geht es mir gerade? Was brauche ich gerade? Brauche ich eine Pause? Ja, ich kann auch nicht leistungsfähig sein, wenn ich immer nur am Ackern und am Tun und am Machen bin. Und der Zugang zu Yoga und eben auch zur Achtsamkeit ist manchmal nicht leicht zu bekommen. Aber wenn wir das in den Alltag integrieren können und eben Übungen aus dem Alltag nehmen, also Situationen aus dem Alltag nehmen, die uns dann wiederum Übungen widerspiegeln, dann ist das letztendlich für alle ein sehr angenehmer Einstieg und eine sehr leichte Form dessen, mich besser wahrzunehmen. Einatmung, so ganz leicht nach hinten gehen und dann den Brustkorb öffnen, mit der Ausatmung langsam nach vorne gehen und den Rücken rund machen. Das bringt eine unglaublich schöne Geschmeidigkeit in den Körper, in den Oberkörper, der sehr, sehr viel tragen muss den ganzen Tag. Und wenn ich das noch mit der Atmung koppel, dann komme ich auch mehr ins Bewusstsein. Das Zentrale ist wirklich, mir bewusst zu sein, was ich tue. Wirklich ganz mit der Aufmerksamkeit im Jetzt zu sein. Und letztlich sind die beiden wie Facetten, ja? Unterschiedliche Zugangswege zu demselben Resultat, nämlich wirklich mit Gelassenheit und Entspannung und ganz viel Bewusstsein da zu sein. Und zwar ist auch ganz wichtig, dass das Buch schön ist, ja, dass man Freude dran hat, es anzuschauen. Es hat wirklich deswegen viele Fotos, inspirierende Zitate, Geschichten, sodass man beim Durchblättern Freude hat. Ja, nicht, dass du sagst, das lese ich einmal und dann stelle ich es ins Regal, sondern das ist was mich wirklich begleiten kann.